Sag mal, ist das nicht ein zulassungswidriger Spezialtreibstoff-Rückstoß-Booster der Zerstörerklasse? Ja, das ist einer! Warum? Tada! Den nehmen wir uns später auch noch vor, mit seinem zulassungswidrigen Treibstoff-Booster, Pieper, Po und Tralala, hast du nicht gesehen, in Version 3.0. Aber erstmal brauchen wir die Tussi wieder. Bist du die Tussi? Ach, hier, Elaine Threepwood. Ihr Po-Cat lernt nie was? Schnauze, Bitch! So geht man übrigens mit Frauen um. Das hat man früher noch in Computerspielen gelernt. Den respektvollen Umgang mit Damen. Den überspringen wir mal. Und es zieht sich leider immer ein bisschen und wir brauchen die Tussi, die andere Tussi mit der roten Föhnfrisur. Weil die hat eine schnieke Kettensäge dabei und die macht uns fast unverwundbar. Wenn ich auf der Straße bin, dann bin ich unverwundbar. Ah. My Lady. Du willst noch mehr? Oh, meine Augen! Die gute Frau verträgt nämlich keinen Dünger in den Pupillen, weißt du? So, und jetzt können wir ganz gemütlich alle abfrühstücken hier. Außer ihnen. Oder? Ah, doch. Da drin sollten noch ein paar Boots übrig sein. So, das Ding haben wir jetzt auch. Ah, ihn kriegen wir trotzdem noch nicht. Da fehlt uns noch was. Ich mach mal leichte Annäherungsversuche hier. Aber ich glaube, der wird uns bestimmt wieder umhauen. Das muss doch zu schaffen sein. Ich hab's schon mal geschafft. Ich weiß es genau. Und zwar beim Testlauf vorher. So, dann holen wir uns mal den da. Na du Arsch! Hey, das ist ja mein alter Freund. Wie heißt er doch gleich? Ja, ich freue mich, dass es dir wieder besser geht. Oh ja. Meine Knöchel haben schon angefangen zu jucken. Dann säge ich sie dir gleich ab. Nicht aufgeben. Nein. Na, wedel mir noch mal ein bisschen Luft zu. Komm schon. Oh, danke. Mein Tester, es war so. Ja. Wie wär's denn mit so? Kettensäge ist immer. So, dann gehen wir mal nach und nach jetzt alle durch. Schlag nie jemand mit Brille. Du bist mir im Weg, Arschgesicht. Arschgesicht, du Wichser. Versager. Na los. Da hat sich gerade die Maus schon wieder aus dem Spiel verabschiedet. Weil das hier mausgesteuert ist und die Maus dann links und rechts aus dem Fenster fliegt, dann kann man nicht mehr zuschlagen und nicht mehr steuern und nichts mehr. Das ist ein bisschen ätzend. Aber für den da reicht's. Na, Speckkartoffel! Mit deinem alten Muschibart. Jetzt wirst du sterben! Was ist das, Charlie? Du stirbst! Ja? Verrückter Penner! Ja? Dieses Mal bleibst du unten! Du Windelpupser! Ich hasse Postcats! Ach egal, komm, tschüss! Ja, jetzt bin ich auf! Yeah! Schönes Spielzeug!
So, mal gucken. Jetzt brauchen wir eigentlich noch zwei Dinge. Solange müssen wir hier wieder rumcruisen. Hast du das eine davon? Ah, du kommst wegen der Nachhilfe in Schmerzen. Pass genau auf, das wird wehtun. Ja? Oh, du hast recht, das wird wehtun. Ein Brett haben wir jetzt auch. Und das brauchen wir auch. Eigentlich braucht man das genau bei dem hier, aber ich will es doch nochmal probieren mit der anderen Geschichte. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ist doof, wenn die Maus nicht so richtig reagiert. So, ich greife den mal nicht an, ich lasse den die ganze Zeit einfach rumhuppeln. Ich hoffe, der greift uns dann auch nicht an. Komm schon, ganz zärtlich die Maus. Ja! Ja! Ja, das war die lustige Animation. Und ich glaube, das ist ein Easter Egg, wenn man die vom Bike kriegt, ohne es richtig zu tun. Das heißt, ohne zu verprügeln, sondern einfach nur rumhuppeln lassen, ne, Kollege? Wollen wir die auch mal rumhuppeln lassen? Du aggressive Kleine! Ach! Da war die Maus wieder aus dem Bildschirm. So, jetzt suchen wir uns aber mal den richtigen. Jetzt müssen wir nochmal den Typen suchen, der sie gerade selbst in Luft gesprengt hat. Davon gibt es ja einige. Die überleben das ja alle. So nur ein Spiel. Hm, nicht weinen. So traurig ist das gar nicht. Unfälle passieren manchmal. Das wissen auch Rocker. So, der war es nicht. Also hüpfen wir einen weiter. Der ist es auch nicht. Nein. Ja, 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 der ist es auch nicht. Hüppen, hüppen, hüppen. So, da müsste jetzt aber bald mal kommen hier. Da ist er. Und diesmal machen wir es ein bisschen eleganter. So. Jetzt müssen wir aber warten, bis er nach oben guckt, weil dann... Ja, komm schon. So, jetzt haben wir seine Brille. Die können wir auch gleich über den Kopf ziehen. Und damit finden wir nämlich die geheime Höhle von der Motorradgang, von dieser ganzen merkwürdigen Motorradgang. Bidi, bidi, bidi. Na los, komm schon. Ausfahrt. Das war's nicht. Sieht ein bisschen aus wie bei Terminator gerade. Deine Schuhe. Ich will sie. Noch eine Ausfahrt. Lalalalalala. Kleine Sightseeing-Tour hier durch die Hölle. Sieht ein bisschen aus wie ein Urlaubsparadies, so durch die Brille. Ich mache auch nur Smalltalk, bis wir hier die Höhle gefunden haben, weil sonst wird das hier pupenlangweilig. Lalalala. Ausfahrt. Höhle. Ja. Und da sind wir jetzt. In der Höhle der... Ich hab vergessen, wie die Gang heißt. Diese skurrilen Gestalten.
Da wären wir also beim Hauptquartier der finsteren Typen. Was macht er denn da? Alles, was mit diesen Kerlen zu tun hat, ist irgendwie unheimlich. Ja, das stimmt wohl. Kann man das eintreten? Da komme ich wohl nicht rein. Aber was steht denn da? Eine Rampe. Eigentum von Ricky Myrons reisender Stunt Show. Und wir erinnern uns, das war von der Brücke, die jetzt gesprengt wurde. Da ist doch jemand über die Schlucht gesprungen mit einer Rampe. Also, was machen wir? Wir klauen uns eine Rampe. Eine kleine Nachttischrampe. So, und jetzt mache ich mal Folgendes. Jetzt speichere ich das Ganze mal ein bisschen. Huch, was steht denn da? Dazu muss man wissen, dass ich extrem von ScumVM genervt war, weil es ständig abgeschmiert war und weil die Maus immer rausgegangen ist aus dem Bildschirm und man das Kämpfen so erstmal lernen muss, wenn die Maus dauernd irgendwie weg ist, dass man nicht zuschlagen kann. So, wie nennen wir das Ganze mal? Höhle. Total kreativ. So, weil jetzt gibt es nämlich ein Problem. Und ich weiß nicht, ob das Problem mit der Version von Vollgas zu tun hat oder mit der Version von ScumVM. Ihr werdet das gleich sehen. Und an dem Problem bin ich bis jetzt noch immer verzweifelt. Also, es gibt ein Problem, wie gesagt. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es beheben kann. Und deswegen werde ich das Let's Play wahrscheinlich erstmal unterbrechen müssen. Ich weiß allerdings nicht, wie lange. Und zwar, bis ich das hier irgendwie hinbekommen habe, dass es läuft. Weil ab einer Stelle, die gleich passiert, in einer Animation, stürzt das Spiel jedes Mal ab. Wenn es gleich weitergeht, dann springe ich hier vor Freude in die Luft und sage, hey, juhu, ist ja toll. Vielleicht ein bisschen begeisterter. Aber ansonsten werdet ihr gleich sehen. Nein! Sie haben die Verfolgung aufgenommen. Diese elenden Würmer. Ja. Und da funktioniert es nicht mehr. Tja, das war der Grund, den ich meinte. Und sobald ich das gefixt habe, geht dann das Vollgas-Let's Play weiter. Bis dahin muss ich leider erstmal unterbrechen, so leid's mir tut. So. Vielleicht bis gleich, vielleicht bis morgen, bis demnächst auf jeden Fall und damit sage ich Tschüssi.